So, hallo, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge. Was haben wir denn hier? Stimmt, das ist das Radan Festival. Entschuldigung, aber es muss einfach sein. Ja. Oh, ist das etwas laut? Ah, so geht's. General Radan, mightiest demigod of the shattering, awaits you. Champions, prepare for battle. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. A celebration of war. The Radan Festival. Der liebt seinen Job. Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Jo, auf geht's. Und ja, wir sind heute hier, um ein bisschen Scheiße aufzuräumen und nicht nur hier. Ich habe ein bisschen was in Erfahrung gebracht. Ihr seht's dann. Ich hoffe, es funktioniert alles wie gedacht. Also, auf geht's. Before we begin. Allow me to paint you the full picture. General Radan is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! The Radan Festival! Da wäre ich wieder. Was ist denn der ermutigende Ruf? Ich habe das hier noch neu. Das ist auch cool. Ermutigender Ruf hier. Ach, das ist das. Ja. You will find the field of battle past the church ahead. On the shore under the fort. General Radan is there, even now, divested of his wits, devouring corpses and howling at the sky. Es sieht halt echt ein bisschen aus wie Gale. Vor allem halt auch mit so ein zufälligerweise so ein Schwert wie Gale ungefähr hatte, ne? Ja, ich weiß, es ist ein Flammenberger und Gale hatte das Hängerschwert, aber es geht um die Art des Schwerts. Mach den nicht zum DLC. Wir hatten schon mal Geld, wir brauchen nicht noch mal Zipfelmützen, Mann. Ja, ihr seht unten, ich habe jetzt drei Himmelstränen Fläschchen dabei und neun Purpurtränen. Sprich, wir werden etwas mehr zaubern. Was? Ich und zaubern? Naja, ich habe keinen Zauberstab oder sowas dabei. Doch, ich habe meinen Zauberstab in der Hand. Also im Spiel meine ich. Vielleicht in echt auch, wer weiß. Was liegt denn hier? Oh. Wisst ihr, das ist auch irgendwie geil. Die haben halt hier einfach alles. Die haben hier sogar noch eine Kirche. Bevor gefeiert wird, kannst du auch schnell beten und dann
Joa. Da ist die Kacke aber mal richtig am Brennen. Was ich mir da markiert habe, werdet ihr euch denken, einen Dungeon, wo ich nicht weiterkam, wo ich den Ausgang nicht gefunden habe. Da muss ich mal nachschauen, keine Ahnung. Ich habe da wirklich eine halbe Stunde oder länger gesucht, ich weiß nicht mehr genau. Keine Ahnung, haben sie vermutlich den Ausgang hinter irgendeiner Hidden Wall versteckt und das weiß ja kein Schwein dann. Okay. Wisst ihr, das ist auch einfach mal schön hier. Sowas hat man auch noch nie. So ein Strand und alles und überhaupt, also so in dem Ausmaß, beziehungsweise eine Wüste, das schon, wurde endlich mal Zeit. Also, dann gehen wir mal an den General Radan. Mit dem rollenden R. Das ist ja nicht mein Ding. Er wird ja so ausgesprochen. Uff. Und wir. Aua! Summonen Leute! Oh, mein Schild ist. Lockere Begrüßung. Ist das mein altes Emote? Radan, Speer. Ah, fuck! Radan, hör auf, du Vollidiot! Uff, was ist das? Aua! Das ist quasi die Porno-Version von Aldrich oder wie? Hol ihn dir Blight! Oh, ich kann sogar meinen Gaul rufen. Sag doch was. Auf geht's. Ah, die kann ich aber nicht rufen. Patches wurde herbeigerufen. Also, wir steigen mal ab. Wir machen den hier. Und wir machen den hier. Oh ja, und es tut weh. Wir dürfen jetzt aber auch weh tun. Ist dein Pferd an dir angewachsen oder so? Andere haben ein Gemächt wie ein Gaul. Der hat einen Gaul als Gemächt. Oh mein Gott, wie dumm sieht das denn aus? Einmal so stehen. Ja, Mann. Deswegen ist mein Schwert S-Tier mittlerweile eingestuft. Wie dumm sieht denn das bitte aus? Wieso wechseln Pferde zwischen den Beinen raus? Auf jeden Fall ist es ein ziemlich tapferes Pferd, wenn es den da so rumträgt. Muss ich jemanden wieder rufen? Ah ja, hier. Oh, keine Müdigkeit vorschützen. Brauchen wir jeden Mann. Wo ist er? Oh, hier. Oh, Scheiße! Ja, das ist er. Er kann zu einem Kometen werden. Ist es nicht lustig? Ist es nicht? Finde ich auch nicht. Ich bin jetzt Aua! Alexander, mach was! Ich bin hier am... Okay, genug geblödelt. Schluck! Wie? Wieso? Ist er zu weit weg? Versteh's gerade nicht. Moment. Schneller! Noch irgendjemanden rufen, da hinten ist noch ein Rufsymbol. Ist er jetzt auf einmal immun gegen Magie oder was? Kriegsgefäß Alexander ist tot, nein!
Oh mein Gott. Da kommt er auf seinem Klappgaul an. Ah, Blight. So. Muss ein bisschen näher hin, schätze ich. Ich habe ihn schon wieder verfehlt jetzt nicht. Und nochmal. Oh, und da ist immer ein One-Shot. Oh, cool. Ach, Elden Ring. Natürlich Daumen und Pfeile. Das ist aber so dumm, wisst ihr? Das ist einfach so scheiße dämlich. Oh, du wirst getroffen, du bist instant tot. Da finde ich es aber nur fair, dass ich jetzt auch die Fähigkeit mit meinem Schwert nutze. Dass ich die jetzt auch mal richtig zerficken kann. Und ja, wenn wir das hier haben, gehen wir hier in die Hauptstadt. Da ist auch so ein dummes Arschloch aus dem letzten Part. Den hole ich mir. Ach komm schon, vorne ist auch an den Trümmern hängen geblieben. Ach. Ihhh, das war knapp. Das ist Quatsch. Ach komm, erzähl mir doch nix. Es schießt mich auf den Gaul ab. Natürlich. Das ist ja wohl das dümmste und die größte Scheiße, die ich bisher gesehen habe. Naja. Naja, eigentlich nicht. Ich habe schon vieles gesehen. Das ist einfach nur irgendwie traurig, dass ich einen Boss da hinstellen muss. Du kannst nichts tun, der muss sich erstmal kaputt snipern. Hey! Ah, okay. Hüpfen ist das Ding. Oder auch nicht. Never mind. Werden wir jetzt wieder schnell noch sterben, bevor die ersten ankommen. Hi. Ne, das brauchen wir nicht. Das ist wertloser Mist. Haben wir noch irgendwo einen Freiwilligen? Hier haben wir noch einen Freiwilligen. Oh, ich komme dann mal, Leute, ne? Gott! Auf sein Klapppferd daher cruised. So weit weg. Ich muss wieder für Nachschub sorgen, irgendwie. Oder auch nicht. Ist das eine? Jo. Mehr hier damit. Was denn? Alexander, tot. Shit. Oh. Oh, shit, das ist nicht. Das ist gar nicht gut. Ah, hier.
Kannst nichts tun? Das ist einfach der ultimative Auto-Aim. Müssen wir jetzt tot spammen, ja? Ja, aber da haben wir noch jemanden. Und ich bin tot. Weil ich wurde, er hat mich mal erwischt, dann bin ich gestorben. Wer kennt sie nicht, ist ja klar. Schon wieder 15 Minuten im Video und gefühlt immer noch nichts geschafft. Das macht mich schon irgendwie traurig. Weil man immer so billige Tode sterben muss durch zwei Hits. Zwei Hits, ich möchte was wetten, wenn wir jetzt zum Tutorial-Boss kommen würden, es wären auch zwei Hits und ich wäre tot. Weil man halt einfach gefühlt nichts. Das ist einfach nur Augenwischerei. Du, wennst auflevelst und investierst in ein Stat. Fuck you, Spiel. Ganz ehrlich, fick dich ganz hart ins Knie. Du räudiges Missspiel. Mit deinen erbärmlich schlechten Mechaniken. Hältst auch die Leute für blöd, ha? Dass sie es nicht merken. Investierst hier in Lebensenergie und sämtlichen Bullshit und Gekramse und Dreck? Ja, dadurch erhöht sich deine körperliche Verteidigung. Gelogen. Aber richtig dreckig gelogen. Es erhöht sich nämlich, genauer gesagt, nichts. Sag mal, kommen die erste Firma bald bei vorne an oder so? Oder darf er mich noch 10.000 Mal treffen? So, auf geht's. Schlimme ist, ich muss relativ nah an ihm ran. Ich muss von meinem Pferd runter. Das gefällt mir eigentlich nicht, aber es ist halt einfach Damage, ne? Oh, wen kann ich denn da oben beschwören? Keine Ahnung. Finger, oh, jetzt ist wieder. Jetzt wird es hier aber wieder anzüglich. Wieder nicht erwischt. Ah! Und wir werden wieder mal sterben, weil er uns fokust. Kann ich noch jemanden beschwören? Oder ist es einfach nur Loot? Ist einfach Loot. Wir nehmen es mal mit. Aber natürlich, Arschloch. Hast nichts Besseres zu tun, ne? Oh, Scheiße. Ich muss mir wieder ein paar Helfer dazu holen. Wenn jetzt einer sagt, ja, ich will es ohne Helfer machen, dann mach das. Meinetwegen steckst du dir deinen Daumen in den Arschloch. Das ist einfach so absolut random, wisst ihr? Das ist absolut random. Er greift jemand anders an. Oh, Moment. Da bin ja ich. Jetzt greife ich erstmal den Penner hier an. Oh, da oben sind noch mehr. Da oben sind noch mehr. Aua. Darf ich jetzt wieder mal sterben? Ja, oh, wundervoll. Weil es ist ja nicht so, dass da eine halbe Armee hinter ihm her ist. Nee, er muss mich fokussen, weil... Ja, ist halt so, ne? Ist halt so. Ich bin echt hart am Überlegen, ob ich das nicht einfach zusammenschneiden will, weil ich möchte ein bisschen mehr in dem Part heute schaffen, als hier in der halbe, dreiviertel Stunde an Radaren sitzen, weil man zu Tode betrogen wird.
Ja, die sind nicht betrogen. Es ist lame. Schau dir doch an. Was ist das für ein Scheißdreck? Hier. Betet zu Gott, dass dir der Müll hier nicht ausgeht. Ein Hoch auf mein Schild. Wieso kann ich Rüstungen im Spiel nicht verbessern? Können die Leute überfordern? Ganz ehrlich, die Mechanik ist bald schlimmer wie in allen anderen Souls vorher. Was will die Leute da noch groß überfordern? Nee, das wird es zu leicht machen. Am Arsch. Dann. Oh wow. Oh, du hast mir Schaden gemacht. Erstmal fokussen. Erstmal fokussen und tot. Was willst du tun? Es ist, wenn ein Hochhaus auf dir drauf fallen wird, musst du ausweichen. Du weichst keinem Hochhaus aus. Hat er keine Beine mehr? Ach, deswegen. Und ja, ich weiß, ich bin in letzter Zeit ein bisschen sehr viel am Ragen, aber es kotzt mich einfach hart an. Es kotzt mich so brachialst an, dass du durch alles getuschottet wirst. Und das immer und immer und immer wieder. Du kannst leveln, was du willst. Ich möchte was wetten, ich könnte jetzt 99 in Lebensenergie investiert haben. Das wäre scheißegal, weil es einfach dieses Rubberband-System ist. Von wegen hier... Oh, das war dumm. Hey! Es muss ja immer anstrengend und anspruchsvoll sein. Was absoluter lächerlicher Bullshit ist. Was wäre denn das Problem dabei, wenn man mal etwas Lebensenergie hat und vielleicht mal, weiß nicht, vielleicht 3 Hiebe aushalten? Wäre das so schlimm? Ja, das wäre sehr schlimm, weil dann wäre das Spiel zu einfach, weil man darf ja nicht vergessen, das ist ein Elden-Lord! Das ist ein Elden-Lord! Das sind normale Gegner anscheinend dann auch alles Elden-Lord! Das ist schlechte Spielmechanik, das ist es. Das ist lächerlich, das ist Sekiro. Wenn wir schon mal dabei sind, Sekiro ist scheiße. Wo ist Alexander, mein Boy? Ja, stimmt, man kann da ja so viel noch tun in der kurzen Zeit. Das ist dieser eine böse Angriff. Das ist der mich tötet, wenn er mich... Oh. Nein, 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 ich habe ihn anvisiert. Ich darf ihn nicht anvisieren. Oh no, schnell. Ich muss mir wieder Gefolge beschwören. Das ist jetzt ein scheiß Raid-Boss. Ich brauche Menschen. Wie diese Dinger einfach nur lauern, bis ich in die Nähe komme, damit er sie mir wieder ins Gesicht drücken kann. Ist das nicht irgendwie scheiße? Ja, es ist... Es ist sehr scheiße. Bin jetzt beschworen. Oh, und tot. Ja, ja, natürlich tot. Two-Hit, wie immer. Dreckspiel. Two-Hit. Immer. Immer. Egal was ist, immer. Es sind immer Two-Hits. Aber du darfst ihn nicht wehren. Es ist nicht so, dass du noch was tun darfst. Dann, nee, nee. Du bist Two-Hit. Du stirbst jetzt. Gegner greift dich an. Du stirbst. Oh, verhasste Glück. Kannst den Angriff ausweichen. Dann weich 10 aus, weil sie haben unendlich Ausdauer. Oh, haben sie auch noch. Hm, blöd. Ist nämlich schwer. Ist ein schweres Spiel, muss man nämlich sagen. Nee, es ist lächerlich. Die Schriftgröße ist scheiße. Was für Spastiker ist das denn gemacht? Für die, die den Bildschirm ablecken?
Ah, Elden Ring ist so geil, ich muss den Bildschirm jetzt besamen. Ja, mach das. Geil. Kannst du es lesen? Ich rage gerade wirklich sehr, aber ich empfinde es einfach gerade so. Ich empfinde es einfach als extremst nervig. Oh wow, er fokussiert mich mal nicht. Ja, Wahnsinn. Hättest du mir ein Lebensenergie-Skin sollen? Wird nichts ändern. Es ist einfach Rubberband. Kannst du machen, was du willst. Oh, der Host ist hier. Fokus den Spaß. Ah, shit. Er ist viel zu schnell. Vielleicht muss ich auch mal was mit Kriegsasche machen. Aua, und tot, oder? Lass mich jemanden rufen. Ich brauche billiges Kanonenfutter. Wo ist er? Ah, da oben. Oh, oh, oh. Nein, nein, ich werde sterben. Ich bin aus Versehen vom Gaul abgestiegen. Was auch immer. Genau, lass einfach die komplette Wüste explodieren. Ja, genau. Es ist so nicht viel, was mir sitzen muss. One shot. One shot. Mhm. Das ist übrigens der Gegner, den wir als nächstes machen müssen. Ist cool, oder? Also Morgoth wäre schon 10-mal tot, möchte ich was wetten mit euch. Aber das hier ist eigentlich der Gegner, den wir als nächstes tun müssen. Cool, oder? Ja, ich habe auch so richtig viel Spaß. Ich finde die Idee gut. Da will ich nicht lügen. Aber die Umsetzung ist einfach brachial beschissen. Du, was für eine Rüstung sollst du da bitte tragen? Wie sollst du denn den Schaden kompensieren? Nee, einfach nicht treffen lassen. Oh, ja, genau. Und das am besten 20 Minuten lang? Ja, und ich weiß, ich könnte es blocken, aber ich möchte einfach nicht, weil ich weiß, ich kann es besser. Warum denn mich? Es sind 100.000 Leute, nö, ich. Why? Warum? Warum nimmt er keinen Damage? Was ist denn jetzt schon wieder das Problem, Spiel? Hast du deine Tage? Zwickst du ein bisschen an der Muschi oder was ist los? Tötest du mich jetzt? Bist du so lieb? Ja. Tu mir einen Gefallen, komm. Oh, das hat er gemerkt, du. Und das merkt er auch.
Und oh, kein One-Shot. Wieso? Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles drücken soll. Es sind so viele Knöpfe, die ich gerade drücken müsste. Es ist einfach ein bisschen sehr überladen. Keine Ahnung. Wenn, dann sterbe ich halt mal wieder. Oh, oh. Lionel Messi wurde gerufen. Oh, wow. Ja, scheiße, ne, die Düne ist im Weg. Jetzt konntest du mich gar nicht zerficken. Ich glaube, das stört ihn nicht. Der will mich unbedingt. Er will mich halt einfach unbedingt. Schaut es euch doch an. Es sind so viele Leute auf dem Schlachtfeld. Ne, er will mich. Er will mich. Wieder nicht erwischt. So weit weg. Und das hier ist ein Kometenbash. Oh. Ja. Und wir werden... Er ist tot. Nice. Radans große Rune. Wow. Echo der steinernen Geißel. Juhu. Cool. Da hat was eingeschlagen. Ja, also will ich... Ich muss mich entschuldigen für das Rage. Das passt mir selbst nicht, aber... Es ist einfach so. Schaut es euch doch an. Was soll diese Scheiße immer mit den Two-Hits? Das hast du nie gehabt. Klar. Du musst es wirklich von einem mächtigen Angriff getroffen werden. Aber hier sind alles mächtige Angriffe. Der, wenn dir ins Gesicht furzt, ist ein mächtiger Angriff. Ah, hallo da. Es war eine Battle marvelous gemacht. Du bist well and truly a champion, friend. I, on the other hand, am nothing but a crock. One hit was all it took to crack me. And for my inside to come spilling out. After that, I hid like a coward. Ach, sag doch sowas nicht, Topfi. But don't you think I've given up just yet? As luck would have it, there's a veritable mountain of warriors' bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. And you know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought in the Shattering, the greatest of all wars? Just you wait and see, friend. I'll grow even stronger. Alexander, du hast das... When next we meet. Alexander, das war jetzt irgendwie schräg. Bisher warst du mir jetzt sympathisch, aber du stopfst Leichen in dich rein? Okay. Ah ja, und wir können jetzt hier... Blades Quest auch weiterführen. Ah, good. I was waiting for you. What a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared. By Radahn. And you.
And did you see that afterwards? Falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokra. Irani's fate will be decided. Let's meet where the falling star beat the earth. We'll take up our swords once more. For Mistress Rani. Let's meet where the fallen star beat the earth. And we'll go into battle. My only purpose is to fight for Rani's fate. Sword and fang. The curtain's rising. On the final act. Hat sich jetzt was auf der Map verändert? Weil, warte, das ist dann hier eingeschlagen. Von der Blickrichtung aus wäre das ja... Puh. Eine extrem gute Frage. Ich werde schätze ich immer mal rausfinden. Naja, wir gehen jetzt erstmal kurz leveln. Hier, auch wenn es jetzt nicht die Welt bringen wird, aber Lebensenergie. Und nochmal kurz zum Narrator. Vielleicht hat der noch was Schönes für uns. Also der Kommentator. Ansage ist das Wort derjenige welche. Höfliche Verbeugung. Sehr nett. Sonst nichts? Okay. War quasi nur die Heilerin dabei, der Felsani. Ich war der mit dem großen Laserstrahl. Tja, stramme Leistung, ich weiß. Ansage? Hält der vielleicht gerade eine Predigt? Ja, da ist er doch. Hallo, bist du jetzt arbeitslos oder wie? At last. The war festival has ended. Brave champion, you have our gratitude. The celebration was spectacular. General Radahn is surely pleased. Festering with rot and crippled by madness, all he wanted was an honorable death. Finally, my work is done. I'm no longer bound to this fortress. I have a task in mind. Old business, you could say. You wouldn't understand. May we meet again, if the fates deign it. Brave champion. It's time I went on my way. May we meet again, if the fates deign it. Okay. Er hat Dinge zu tun. Jo. Ja, ohne weitere Umschweife machen wir uns dann gleich mal einen Morgoth, würde ich schwer behaupten. Hieß es so? Glaub schon. Und dann werde ich mich mal erkundigen, wo hier die Sternschnuppe eingeschlagen hat. Dass wir da mal weiterkommen, weil da ging es ja bisher nicht weiter. Die Quest zumindest. Dann würde ich mir das mal angucken. So. Das sollte doch jetzt eigentlich ganz okay werden, oder? Palim, palim. Mal kurz nachfüllen. Los, Boys. Oh yes. Oh, das ist diese miese kleine Dreckskombo. Glück gehabt. Schluck. 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 Selbst in der Immunitätsphase. Part in this.
Jo, easy. First try. Nach sich zu versuchen, Dingens. Morgoth, nicht Morgoth. Herr der Ringe-Fan hier, ja. Ich hole das Mal Königs. Mal liegst jetzt, ne? Bist jetzt bald mal fertig, ja? Du bist übrigens tot. Ich weiß, das sage ich jetzt, aber ja. Ist er doch. Upp. Undurchdringliche Dornen weisen alles und jeden ab. Niemand vermag es, den Erdenbaum zu betreten. Also ich möchte was meinen, so ein Käfer könnte ja schon durch. Oh, hi. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You are unable to enter the Erd Tree. No? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Medaillon von Rold. Aha, ist komplett sogar. Eine rote Markierung wurde auf der Karte platziert. Shall I turn your runes to strength? Mhm. My hand rest upon you. For but a moment. Share them with me. Your thoughts. Your ambitions. The principles you would follow. Männchen, kurz, kann ich da eventuell noch. Habe ich irgendwas doppelt und dreifach? Ah, jo. Mhm. Ordnung muss schon sein. Okay. Ach, drücken wir es einfach mal drauf. Hab gehört, das soll vielleicht ganz gut sein.
Ei, okay. Da. Da muss ich mich erstmal erkundigen, ui. Viertig hört sich gar nicht so schlecht an. Okay, da würde ich erstmal schauen. I wish to journey with you once more to the flame of ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Okay. I wish to journey to the flame then and guide you. Ja, dann machen wir das doch so, ne? Gut. Hier könnte es vielleicht weitergehen. Zumindest ist es hier noch recht neblig. Und da ist wohl unser Ziel. Okay. Dann... Oh, kann ich am Heiligen Turm irgendwas machen? Noch nicht. Also ist die von Morgoth nicht gut genug. Obwohl der Komet eingeschlagen ist. Wir haben hier oben übrigens auch noch das Windmühlendorf irgendwo. Hier, das müsste sein. Ja, gehen wir mal hier hin. Dann machen wir das als nächstes irgendwann mal noch. Und ich werde mich erkundigen, wo der Komet eingeschlagen hat. Genau, machen wir es so. Also, dann danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.